Physio kann man machen. Ja, ach. Physio. Was? Was denn, Harvard? Ich glaube, ich krieg gleich welche in die Löffel, glaube ich. Ich habe Creme, das reicht. Creme und Tabletten. Das passt. Solange es nicht so schlimm wird wie letzten Mittwoch, ist alles gut. Deswegen war ich gerade absichtlich nochmal oben und hab dann. Ne? Habe ich Witcher gehört. Ja. Witcher 2 sogar. Ich habe es wieder zum Laufen gekriegt. Hoffe ich. Ich hoffe, es läuft wieder. Zumindest konnte man jetzt schon eine knappe Stunde spielen, ohne dass es abbricht. Hey, du. Ja, es läuft. Es läuft. Weil ich möchte endlich wieder zu Witcher 3 kommen. Wir haben zu Witcher 3 letztes Jahr auch schon gespielt, aber egal. Wir brauchen Witcher. Wir brauchen einfach Witcher in unserem Leben. So. Dann geht's einmal hier hinein. Die Schose kenne ich noch. Okay, wenn es mit Salbe und Tablette geht und nicht schlimmer wird, würde ich ansonsten, weißt du, was ich davon halte? Ich weiß. Ich weiß auch, dass Fotos mich schon mehr als einmal jetzt belehrt hat. Ich müsste eigentlich deswegen mal zum Arzt. Ich müsste eigentlich auch, ich habe hier am Nacken einen, ich glaube, der Leberfleck ist halt so groß. Und ja. Ich müsste eigentlich mit zum Arzt. Rein theoretisch. Denn es könnte auch irgendwann ein Tumor draus werden. Aber ich scheiß drauf. Das ist eigentlich nur ein Leberfleck. Aber ich gehe irgendwann zum Arzt. Ich bin so ein Mensch, ich gehe einfach nicht gern zu Ärzten. Ich hasse Arztbesuche. Ihr schiebt das meistens bis kurz vor Ende hinaus. Außer bei Zähnen. Bei Zähnen gehe ich mittlerweile direkt. Wenn ich Zahnprobleme habe, gehe ich mittlerweile sofort zum Arzt. Und bei meinen Tieren. Wenn meine Tiere was haben, gehe ich auch sofort mit denen zum Arzt. Wenn es um mich geht, kann man einer das Kätzchen zum Tierarzt bringen. Da musst du Fotos fragen. Aber Fotos redet, glaube ich, jetzt seit Jahren auf mich ein, dass ich zum Arzt gehen soll damit, aber. Mit meinem Rücken, das wird auch schon wieder. Ich glaube, es kommt einfach nur davon, dass ich mittlerweile. Also, ich mache jetzt seit 2 Wochen, gehe ich wieder regelmäßig schwimmen. Und ich glaube, das ist halt einfach nur ein Muskelkater. Glaube ich. Es kann auch was anderes sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur ein Muskelkater ist. Oder dass ich mich vielleicht auch verlegen habe, aber dann hätte ich es halt auch direkt morgens. Aber vielleicht habe ich es halt einfach mit dem Schwimmen ein bisschen übertrieben. Das kann auch sein. Für mich sind das immer so harmlose Sachen. Solange ich was gegen machen kann und es dann so ein bisschen besser ist und eine kurze Zeit lang, dann passt es. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich gehe halt überhaupt nicht gern zum Tierarzt. Zum Tierarzt, genau. Ich gehe überhaupt nicht gern zum Tierarzt. Ich gehe überhaupt nicht gern zum Arzt. Übrigens, ja, ich geh eigentlich nicht zu normalen Ärzten, ich gehe auch zum Tierarzt. Manu, wie ändere ich nochmal meine Zeichen? Ich konnte doch irgendwie die Zeichen ändern. Und ich konnte doch irgendwie die Zeichen benutzen. So was. Ich gehe auch ungern zum Tierarzt. Ja, Ryan. Ryan, du fühlst es genauso wie ich, ne? Okay, ich habe irgendwas gedrückt. Ah ja, okay, das habe ich gedrückt. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, das Problem ist, ich muss beim Tierarzt immer so lange warten. Wisst ihr, meine Katzen kommen halt immer einfach sofort dran und ich muss halt immer so ewig lange warten, bis ich mal behandelt werde. Das ist immer schlimm. Und dann sagen die Ärzte immer, ich bin hier falsch. Ich weiß gar nicht warum. Ich dachte, Katzen werden dort beim Tierarzt behandelt. Naja, irgendwie. Irgendwie scheinbar nur bestimmte Rassen. Kann ich die? Ich kann sie looten, sehr gut.
kann sie looten. Gib mir Loot! Das war's mit Loot. Ich kann Licht anschalten. Niemand braucht Licht. Niemand hat vor, das Licht zu benutzen. Sie sagen da auch, okay, gut zu wissen. Bei mir ist es dann auch immer so. Ja, bei mir sagen sie das Gleiche. Ja. Ich verstehe halt einfach nicht, warum, ne? Oh. Weißt du, dann geht, man sagt, Katzen gehören zum, ne, sollen zum Tierarzt gehen. Dann geht man zum Tierarzt und dann wird man trotzdem weggeschickt. Das ist auch unfair. Ich glaube, die haben einfach nur was gegen große Katzen. Oder halt allgemein gegen große Tiere. Gegen große Zweibeinige. Vielleicht sind sie es einfach nicht gewohnt, dass eine Katze auf zwei Beinen läuft. Wenn das irgendwie... Ich glaube, irgendwann kommen die Leute mit der Kuscheljacke und bringen mich weg. Ohne Witz. Ich glaube, das passiert irgendwann. Ich glaube, das passiert irgendwann. Irgendwann werde ich abgeholt. Und Frutus winkt mir dann nur noch so hinterher. Dann darf er mich in der Gummizelle besuchen. Gibt's kein Loot? Doch, da gibt Loot. Oder wir sollten mal in unserem Tier dahin, nicht in der menschlichen. Vielleicht klappt es dann. Das wäre eine Idee! Ja, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Aber ich dachte, die nehmen uns halt auch so. Gummi. Nicht das Gummi, Frisches. Nicht das Gummi. Die Gummizelle. Es geht um die Gummizelle. Nicht um das Gummi. Weißt du, was meinst? Gleich auswickeln. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Gummibär. No. No. Einfach no. Aua, 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 aua. Ein knallrotes Gummibär. Dieses Gummibär schmeckt so lecker. Ja, ich weiß, es wird auch für zu sehen. Ich kann es nicht lassen. Bei meiner Stimme fallen sogar die Vögel vom Baum. Wer bist du? Und was willst du hier? Geralt von Riva. Vom Grauen Feenlein. Und wer bist du? Eckhart Hennessy, Fähnrich des Grauen Feenleins. Der besten Einheit, die Kettwin jemals hatte. Du erinnerst dich nicht an mich, Kenne ich dich? Ich habe beim Grauen Feenlein gedient. Gelogen. Unter der Standarte des Grauen Feenleins habe ich bei Brenner und Wergen gefochten. Schlacht vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Die Redanier im rechten Flügel, kommandiert von der Reuter. Temerien im linken Flügel unter Nathalies Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Und ob? In der Einheit liegt viel Kraft. Trägst du die Bibermütze nicht? Ich würde nicht einmal mit dir reden. Nutze deine Chance. Schlacht vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Die Redanier im rechten Flügel, kommandiert von der Reuter. Temerien im linken Flügel unter Nathalies Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Du irrst. Die Redanier haben in der linken Flanke gekämpft, die Temerier in der Mitte. Stimmt. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Überzeug dich. Sag mal. Du musst es ja wissen. Wer hat bei Brenner die Nilfgaarder befehligt? Woher soll ich das wissen? Elantron, Menno, Kuhn. Markus Breiband. Lügner! Niemals warst du beim Grauen Feenlein. Und jetzt stirb.
Okay. Er stirbt halt. Habt ihr überhaupt Schaden? Na gut, wir kriegen auch keinen großartigen Schaden, aber egal. Ist das die falsche Waffe? Warte mal. Ich will einmal nur mal testen, ob das die richtige Waffe war. Nee, das andere war, glaube ich, die richtige. Okay, das hier. Minimaler Schaden, minimaler Schaden. Okay, wir machen halt einfach keinen Schaden. Aber hey, er kommt mir jetzt nicht jetzt. Warte mal. Kann ich. Brennen! Brennen! Mist! Ich kann nicht mehr. Jetzt. Ich kann zwar nicht mehr feuern, aber. Scheiß drauf. Ah, du bist tot. Edgy Badge. Standarte. Ja, gut. Easy! Easy! Da erscheint was Totes. Das Tote ist tot. Na toll, Todesessenz. Ich frage lieber nicht. Gibt's Sachen, die will ich gar nicht wissen. Noch mehr Erscheinungen! Apropos, ich kann einmal das Licht hier ausmachen. Irgendwie nervt mich das Licht. Nein! Stopp einfach. Einfach sterben! Was tun wir? Wir sterben, sterben, sterben. Was machen wir? Wir sterben, sterben, sterben. Nein! Falsche Taste. Okay. Eins von drei Gegenständen haben wir. Jetzt muss ich mich nochmal dran erinnern, wie ich an die anderen kam. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ist halt auch einfach mal ein Jahr her. Also da hinten ist noch was. Im Arsch der Welt. Das müsste, glaube ich, sogar im Untergrund sein. War das das, was im Untergrund ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Schwert kriegte man ja von der Troller da. Nee, doch. Ah nee, oder? Die Rüstung kam. Doch, die Rüstung haben wir doch schon. Die Rüstung haben wir. Haben wir die Rüstung nicht angezeigt? Ich höre was. Zwerge zu Moos! Wenn Geralt ein Zimmer wischt, ist er dann Geralt der Wischer. Hybrid? Aus! Einfach aus! Einfach aus. Dankeschön. Dankeschön. So gehört sich das. Alter, was geht hier ab? Ist doch gut. Alter. Wie viele Gegner wollen Sie haben? Spiel? Ja, wollen wir. Oh,
Ist also nicht so, dass wir ein bisschen überlevelt sind. Nein, nein. Das loot ich aber nicht alles. Sorry. Was ist das eigentlich für ein Gollum? Der sieht aus wie ein Gollum. Wahrscheinlich war das Gollum sein Bruder. Hat der Gollum Bruder? Wie macht die Polizei denn nur der Fabrik die Kaste ab? Oh, der ist auch schlecht. Der ist auch recht schlecht. So, kann ich jetzt unterscheiden, wo Mensch liegt und wo... Tugendrat... Ohrens. Ohren sind toll. Ein Ohren. Wer weiß, wofür ich es brauche. Ich loot nicht alles. Ich loot nur ein bisschen. Hau ab, Mücke! Weg! Kusch dich! Du hast mich schon zerstochen. Verpiss dich. Geh ins Licht. Schade, dass ich kein Licht habe, womit die brennen. Der Gold, Bruder von Smeargol. War das nicht einfach nur sein Freund? Oder war das... Doch, das war sein Freund, oder? Sein bester Freund? Der Gold? Oder waren das wirklich Brüder? Sitzt im Baum und ist grün. Brokkoli. Fangen diese scheiß schlechten Witze schon wieder an. Leute, ey. Ich glaube, sein Vetter. Ja gut, ja stimmt, sein Vetter kann es auch gewesen sein. Sein Vetter kann es auch gewesen sein. Aber Bruder wüsste ich jetzt nicht. Aber ich würde auch nicht abstreiten, dass er einen Bruder hat. So ganz abgesehen. Aber wie war es Miyagos Geschichte nochmal? War das, hat er nicht bei seiner Oma? Bei seiner Tante? Hat er nicht bei irgendeinem seiner Verwandten gelebt? Oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Kann auch sein. Ich habe die Geschichte von Smeargol nicht mehr so ganz... Ich weiß halt nur noch, wie der Ring ihn halt verändert hat, aber... Das war Frodo. Nee, ja, nee, ja, Frodo hat bei Bilbo gelebt, das weiß ich. Aber ich meine jetzt... Ich meine schon Smeargol. Bei Frodo weiß ich die... Das weiß ich. Seine Eltern waren ja tot. Aber war bei Smeargol nicht auch irgendwas? Oder war das so, dass er von seinen Verwandten einfach gemieden wurde? Schon vorher, also so halb gemieden. Irgendwas war da. Ich hatte da irgendwas mal gelesen. Kann auch nach dem Ring gewesen sein. Vor oder nach dem Ring? Ich frag mal Google. Mach das. Das würde ich jetzt nämlich echt gerne mal wissen. Was ist das Gegenteil vom Reformhaus? Rentermaus? Den kenne ich aber schon, Leon. Den kenne ich aber schon. Aber er ist trotzdem schlecht. Aber ich kenne den. Ich glaube, den hat Frische schon mal gebracht. Hatte ich schon mal, ob ich das Buch von meinem Patenonkel noch habe. Da sind die Stammbäume drin. Kannst du gerne mal nachgucken. Dein Vetter Dergo hatte den Ring einst beim Fischen im Anduin gefunden. Smeargol behauptete, er stünde ihm zu, da es sein Geburtstag war und er wirkte Dergo. Okay, also es war sein Vetter. Sehr gewöhnt. Danke, Frisches. Ich war mir da halt auch echt nicht mehr sicher, ob es jetzt sein bester Kumpel oder halt der Vetter war. Aber Fakt ist, er hat ihn erwürgt. Aber ich brauche halt auch einfach noch mehr Bücher von Herr der Ringe, ne? Ohne Witz, ich brauche einfach noch mehr Bücher. Ich glaube, außer zwei habe ich alle Romane. Aber mir fehlen halt so diese Extra-Bände, ne? Mit Karten von Mittelerde und so weiter. Das fehlt mir alles noch. Sascha von Hörte besser und wurde von Tag zu Tag seltsamer. Was dazu führte, dass sich die Bewohner des Dorfes von ihm abwandten. Traten ihn und er biss sie in die Füße. Er fing an zu stehen und murmelte vor sich hin und
hin und kehlig an zu glucksen. Deshalb nannten sie ihn Gollum. Bisher erinnert mich seine Geschichte an mein Leben. What? Frisches, aber das mit dem kehligen Glucksen, das funktioniert noch nicht so ganz. Außer vielleicht im Schlaf, aber... Nein, du siehst doch nicht aus wie Gollum. Und bisher hattest du nicht vor, mich zu erwürgen, also... Außerdem gibst du Ringe und nimmst sie nicht. Also, es passt nicht so ganz. So, also, ne? Ich habe gerade ein Blatt gelocht, aber das ist nur am Rande. Oh. Seine Großmutter stieß ihn aus der Familie aus, wenn sie keinen Unfrieden haben wollte. So ging er fort und wanderte sie den Anduin aufwärts. Wenn er Sonne und Mondlicht hasste, verkroch er sich in den Höhlen unter dem Nebelgebirge, wo er über 400 Jahre lang hauste und langsam zu Gollum wurde. Seine Persönlichkeit spaltete sich und er begann mit sich selbst zu reden. Er nennt den Ring mein Eigen, mein Schatz. Okay, aber es war was mit der Großmutter. Es war nicht, dass er bei ihr lebte, aber es war die Großmutter. Noch hat er den Ring auch noch nicht am Finger. Stimmt. Noch hat er zumindest keinen Ring. Das kommt noch. Ja. Als Hochzeitsring machen wir einfach für jeden von uns den einen Ring. Einmal in weiblicher Form und einmal in männlicher Form. Der eine Ring. Oder du den einen Ring und ich einen der Elbenringe. Das wäre eigentlich cool. Aber ich glaube, das ist mega teuer. Ich weiß, dass das geht, aber ich meine, das ist mega teuer. Und wenn sie glauben, diese Geschichte ist wahr, dann muss ich sie leider enttäuschen. Brian, ohne Witz, ich habe gerade erst X-Faktor wieder gesehen. Ist diese Geschichte wahr oder ist sie frei erfunden? Ja. War eine coole Serie. Habe ich gern geschaut. Gibt's auf Amazon. By the way. Vielleicht auch mal mit den flachen Witzen. Jetzt kommen die Hügeligen. Okay, jetzt haben wir 4 Leute, die einfach schlechte Witze raushauen. Gut. Ich nenne einfach die Streams nur noch Streams der schlechten Witze. Passt. Gegen die Darstellung im Film gibt es einige Hinweise darauf, dass Gollums Hautfarbe dunkel bis schwarz war. Also. Wobei, sieht der nicht eigentlich eher. Naja, sieht vielleicht weiß-grünlich aus, ne? Oder? Ich muss Herr der Ringe mal wieder gucken. Aber eher so grau. Grau? Ja, doch, grau-weiß. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das Spiel macht dich fertig. Jetzt schon. Die Schlechten kamen doch noch gar nicht. Ja, die Schwarzen wollen auch ein normales Leben. So, jetzt aber ernst reicht für heute. Sonst artet das wieder aus. Ah, Leon. Das artet hier immer aus mit schlechten Witzen. Also, hau raus. Hau einfach raus. Ohne Witz, das Niveau in meinen Streams ist schon so weit gesunken, wir haben einfach kein Niveau mehr. Ich glaube, es ist halt auch einfach nie da gewesen. Ich glaube, es war... Katze! Ich glaube, es war einfach ein Irrglaube, dass wir jemals Niveau hatten. Hallo, Katze. Hallo, süßes Mietzekätzchen. Hallo. Für alle Neuen, ich stehe auf Katzen. Ich liebe Katzen. Bei Katzen geht bei mir alles durch. Katzen sind Katzen. Deswegen findet ihr bei mir halt auch einfach fast alles mit Katzen. Katzen-Layout, Katzen-Emotes, Katzen-Sounds. Katzen. Einfach Katzen. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann euch meine Katzen mal im Stream zeigen kann. Aber da sie leider nicht in den Keller kommen, weil kein Durchgang zum Keller, ist das leider noch nicht möglich, dass ich Katzen im Stream eine zeigen kann. Frau als Heerführer? Du stehst auf Katzen. Die armen Tiere kommen runter von dir.
Aber sie mögen es, Ryan. Sie stehen drauf. Ihr könnte Twitch meckern, wenn ich jetzt mit den richtig guten, aber bösen Witzen komme. Wart damit nochmal bis 22 Uhr, dann geht's. Wobei, wir sind ab 18 plus, also... Solange keine Beleidigungen oder dergleichen drin vorkommen, oder rassistisch, ne, darfst du... Ansonsten musst du vorher die Mods fragen. Die Mods entscheiden dann. Also entweder Luna, Mappa oder Hybrid. Die haben dann auch noch das Recht zu sagen ja oder nein. In aller Regel. Iron! Oh nein. Jetzt ist die zweite Bunde da mit den schlechten Witzen. Aber hallo, Iron. Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag. Die Königin der schlechten Witze ist da. Juhu! Also, Leon, du, hau raus! Jetzt, ihr habt freie Bahn, was schlechte Witze angeht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wer ist das? Kann ich die ausrauben? Ich stell mir... Irgendwie sieht der verdammt weird aus. Ich habe sehr schön, war mit meiner Schwester noch essen spontan. Was habt ihr denn gegessen? Wo wart ihr essen, besser gesagt? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Irgendwie kam man doch in diesen einen Untergrund. Untergrund. Aber wo? Oder war das der Gang hier hinten? Und man kommt da einfach nur noch nicht hin. Ich glaube, das war hier hinten. Grüß dich. Wir kommen da einfach nur noch nicht rein. Irgendwie gab es hier noch einen Weg in den Untergrund. Nettes Hex. Ich begreife das nicht. Tu, was du zu tun hast, bevor es Ärger gibt. Ja. Ja, man kommt da irgendwie noch hinten rein. Danke für die Big Fat Tacos. Ganz schön groß, unser Wagen, was? Gut, dass du Wagen noch hinten dran gesetzt hast. Aber das andere wäre jetzt komisch gewesen. Okay, gut, dann schauen wir einfach mal in die andere Richtung. So, zur Info. Da ich das Spiel schon selber durch habe, wenn ihr Tipps habt, glaub, hier geht's rein, oder? Falls ihr Tipps habt, ne? Ihr könnt die gerne raushauen. Aber... Also Spoiler könnt ihr mich nicht mehr storytechnisch. Storytechnisch weiß ich eigentlich schon anders. So richtig dicke Dinge. Aber nein. Achso, jetzt muss ich einmal hochscrollen. Warte mal. Mein Sohn hatte einen Kinderburger mit Pommes. Meine Schwester und ich haben uns Mozzarella-Sticks mit Süßkartoffeln geteilt. Dazu hatte ich zwei alkoholfreie Cocktails, meine Schwester Ranberry Show und mein Sohn Kiba. Oh, Kiba! Bei M1 ist bei mir direkt um die Ecke. Also Iron, ich bin so dezent neidisch, ne? Allein bei Mozzarella-Sticks, das ist so... Sag nur, es läuft 100 Meter in einer Sekunde. Erkennt eine Abkürzung. Noch während Alexander das Telefon erfand, hat er bereits 3 Anrufe in Abwesenheit. Ich wohne ja, ich bin halt zerneidet. Also, wir hatten auch was Leckeres. Ich habe es tatsächlich heute endlich mal wieder geschafft, mit Frisches zusammen an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Und er ist mit Frisches. Frisches und Wauzi. Wauzi-Wuff. Hallo, Wauzi. Bauzi! Oh je, Bauzi kommt vor die Kamera. Muss mal Platz machen, dickes Hundi kommt. Bauzi-Wuff! Cleo, du bist jetzt ein Star. Du bist jetzt ein Star! Holt sie hier raus! Hybrid!
Rühren! Du bist von Hexen. Rühren! Rühren. Ja. Jetzt seht ihr auch mein Tier. Ist zwar keine Katze, aber fast. Fast eine Katze. Boah, der ist viel zu groß. Und jetzt ab. Rühren ist aber... die Füße. Ja. Ich hab schon drauf gewartet. Leo, da solltest du wenn möglich nicht rein. Ganz ruhig. Leo? Schnapp ich mir erstmal was. Macht ja die mit weißem Kopf. Echt? Ich überhaupt nicht. Okay, der Hund ist noch draußen verschwunden. Schlumpfibären! Rühren ist davon. Rühren! 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 Ich bin für Panda, Schnuffel, Puffel, Schatzi, Watschi, Putzelchen. Ach, du grüne Neune, Iron, übertreib doch gleich. Warum sagt eigentlich niemand was zum Hundi? Niemand mag unser Hundi. Noch? Echt? Da kam. Echt? Hundekuscheln muss sein. Achso. Achso. Dann war der Shit so schnell. Von Iron. Achso. Von Iron. Von Iron. Von Iron Woman. Nicht. Iron Man, sondern. Ne? Ring, 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 ring. I'm a kitty dog. I'm a kitty dog. I'm a kitty dog. Dog? I'm a kitty dog. I'm a kitty dog. Dog? Cat? I'm a kitty dog. Kitty cat. 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 Hühnerkacke. Hühnerkacke! Iron Woman kommt zu dich gefliegt. Na, guck mal, wo der Hund ist. Mach das. Wie lange bist du noch wach, mein Schatz? Bisschen. Okay. Sagst du mir Bescheid? Er baut dieser begeistert aus. Er ist schön gewesen und dachte sich, bei den Bekloppten bleibe ich nicht. Also so schnell wie unser Bautzi eben rausgerannt ist, ja, sehr wahrscheinlich. Oha, aus Oha, und tut dir nicht weh, Leon. Aua. Nimm mal einen Tinnitus. Bis dann, Leon. Schön, dass du da warst. So, Mädels. Ah. Ja, lieber auf den Kopf. Oh, wahrscheinlich nicht weit. Ah, sehr gut. Tschüss. Der Chuck Norris kann nicht unter Wasser atmen. Er macht das trotzdem. Ah. Ich leine. Mir leine alle Höhlen gefallen. Nein, nein, lieb nur ich. So, ja, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich leide mit. Echt? Tust du das? Ja, die Witze sind schlimm. Aber du bist sie doch eigentlich schon gewohnt. Solche Witze kommen doch hier immer. Ich bin sie eigentlich auch gewohnt. Ich weiß halt aber gerade nicht, wo wir hin müssen, ne?
Also ich würde es ja heute gern bis in den nächsten Akt schaffen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so weitermache, wird das nichts. Ich weiß, da oben geht's weiter. Wie wär's mir hier lang? Weil Luki Luki machen und so. Hexer? Um was für einen Auftrag geht es? Um genau den richtigen für dich. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Von Wengerberg. Grabspinnengift, Neckarherzen, kein Problem. Harpyenfedern. Ach so, warum denn Federn? Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahl dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht? Ich werde mehr holen müssen? Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. Das Chuck Norris Witze, die sind nicht schlecht. Nur weil es Chuck Norris Witze sind, heißt es nicht, dass sie gut sind. So, rein theoretisch. Der ist schon echt ganz schön laut. Chuck Norris hat einen Grizzly-Bärenvorleger in seinem Zimmer und der Bär ist nicht tot. Er hat nur Angst, sich zu bewegen. Okay, der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Ich habe Fragen zu dieser Szene, die ich hier gerade sehe. Da er nur in der Windel schläft? Wir verlassen mal ganz langsam diesen Raum. Schon wieder das Medaillon. Was ist bei dir, das so passiert? Oh, der ist mies. Der ist mies. Ich glaube, ich hätte... Ah, nee, das gehört ja... Oh, hi. Ah, ja, stimmt. Scheiße, jetzt muss ich die Viecher ja looten. Oh. 12 Harpyenfedern. Das kann lustig werden. Chuck Norris ist eigentlich schon vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bisher nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen. Das ist aber ein anderes Vieh. Juhu, Level up. Ein Level up. Okay. Gut, ich glaube, ich kann halt erst looten, wenn er das tot ist hier. Hat ja halt konstant immer irgendwelche Gegner. Also, gehen wir töten. So, in Ordnung. Looten wir halt jetzt danach. Wie viele von denen laufen hier noch? Irgendwie tut's mir immer leid, wenn man ein Spiel Harpyen töten muss. Die klingen immer so wehleidig. Wenn ich jetzt hochgehe. Ey, die eine hat. Ja, da habe ich eine Akku. Okay. Kommen wahrscheinlich auch schon hierher. Ja. Die kommen halt automatisch. Also erst am Ende looten.
Nur die Blechung besprengt wird. Was soll's, was soll's. Was war das für ein Sound ab Fuß? Einfach mal das Sound weg. Das Vieh wieder? Ja, wir haben noch so ein Viech gespawnt. Das Medaillon warnt mich wieder. Schön, dass das Medaillon dich wieder warnt. Nein! Bin überlastet. So. Dann nehme ich die Dinger halt einfach nicht mit. Ja, da brauche ich einen Schlüssel für. Heißt das, ich darf jetzt looten gehen? Toll. Brauche ich Schlüssel. Krieg ich den ganzen Schlüssel her? Weiß keiner. Schon wieder das Medaillon. Der letzte Mauze, ey. Ohne Witz, ey. Jetzt bin ich überlastet wegen der scheiß Harpienfedern. Dann, So, wie viele Harpienfedern habe ich? Nein! Jetzt komme ich aus Versehen. Oh Gott. Okay, ich darf nicht in-game rollen. Wo finde ich die Harpienfedern? Wir haben genug. Und ich kann auf jeden Fall hier ein Talent finden. Schwertschaden. Schwertschaden klingt immer gut. Ich kann... Qualität 50. So. Aber ins Hauptszenario seit langem mal wieder als Heiler. Ja gut, Hauptszenario erlebe ich immer als Heiler. Zurzeit. Harpienfedern. Harpienaugen. Ja, Harpienaugen kommen einfach weg. Scheiß auf Harpienaugen. Wieso sorry? Ich mach das gerne. Ohne Witz, Hauptszenario heile ich lieber, als dass ich da selber kämpfe. Ich hab da nie Bock drauf. Ich habe die Federn. Wunderbar. Allerbeste Qualität. Das ist aber schön. Ich zahle für jedes Stück. Wenn du verdienen willst, bring mir noch mehr. Nein. Bisschen ausgezackt.
Wohin des Weges? Wohin des Weges? Sammle 60. Wie viele habe ich noch? Hab den Federn 17. Wo kriege ich jetzt noch meine Habchen her? Wo mehr Habchen? Magie oder Gefahr? Hier ist doch nichts. Was sieht Geralt, was ich nicht sehe? Okay, 28. Warum halt die anderen herkriege? Ich glaube, ich habe mich in die Falle. Ja. Bin gleich da. Bin gleich da. Eile. Bin sofort bei dir. Cats, I'm a kitty cat, and I dance, 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 cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, 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 I'm a kitty cat, dance, 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 and I dance, 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 I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, 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 I'm a kitty cat, dance, dance, and I dance, dance, dance. Schluss erforderlich. Die waren da nicht. Hätte mich kommen.